Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Stunde der Wahrheit. Ja, ich muss mich ja auch nicht jedes Mal mit Jörg vorstellen, das wisst ihr ja inzwischen, dass ich das bin. Und ich habe heute wieder einen Gast über Skype eingeladen, den ihr von den letzten drei Sendungen des Impfwahns kennt. Na, die Einleitung dazu, das ist heute der vierte Teil, den wir machen. Das ist der Michael aus Deutschland, den ich immer damit bei habe und den ich ganz herzlich zu dieser Sendung begrüßen möchte. Hallo Michael, herzlich willkommen und ich hoffe, es geht dir gut soweit. Ja, hallo Jörg, hallo liebe Zuhörer und Zuschauer und Mitfieberer, die hoffentlich alle gesund sind. Dann wollen wir mal loslegen. Also es hat sich hier nicht viel geändert. Es ist nach wie vor dunkel draußen und der Winter kommt und alle zittern, außer wir, die halt einfach gespannt sind, wie es im Buch der Bibel weitergeht. Denn die ganze Sache läuft ja nach Drehbuch. Ja, jetzt gehen wir mal weiter, denn der Jörg möchte hier eine ganze Menge an interessanten medizinischen und auch sonstigen Informationen in die Sendung packen. Ja, vor allen Dingen Informationen, die von dem Buchautor des Viruswarnsbuches kommen, dem Dr. Klaus Köhnlein. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf ein, bevor wir losfahren. Ich habe das Audio hier bereits vorbereitet. Das werden wir gleich einschalten, dass wir da weiterhören. Ich habe auch noch mal eine kleine Minute zurückgemacht, weil ich das wichtig finde, dass wir uns das noch mal eben anhören hier. Da werden wir dann gleich weiterfahren bei 53 Minuten. Also wir haben noch gut 28 Minuten zu gehen, wie ihr seht. 51 Minuten ist es lang. Ich hatte mir gerade die Premiere angeguckt der dritten Sendung, die ja montagsabends immer läuft, bevor wir diese Aufnahme hier machen. Jetzt mittlerweile um 9:30 abends. Und ich hatte damals in der dritten Sendung bereits über Polio gesprochen und ich habe die letzten Tage das Kapitel in dem Buch Viruswahn über Polio, also die Kinderlähmung, Poliomyelitis oder wie das glaube ich heißt, ganz ausgesprochen, durchgelesen und ich bin vom Stuhl gefallen, als ich gelesen habe, was die wahrscheinlichen wirklichen Hintergründe von Polio sind. Und um es jetzt nicht zu spannend zu machen, ich werde im Lauf dieser Woche wahrscheinlich eine Lesung machen, wo ich das ganze Kapitel lese und das Video dann auch nach dieser Sendung, die ihr jetzt dann seht, also das ist dann alles jetzt in Zukunft gesprochen, nachreichen und werde das Kapitel über die Polio aus dem Buch Viruswahn vorlesen, was vor allen Dingen auch deswegen wichtig ist, weil ihr wisst, ich mache immer oder oftmals Dinge, die mich auch persönlich irgendwo betreffen. Und die Inquisition betrifft mich persönlich, der Futurismus der römisch-katholischen Kirche betrifft mich persönlich, aufgrund Dinge bestimmter Vorgänge im Zweiten Weltkrieg und so weiter, die uns da nicht korrekt erzählt werden, um es jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken, vor allem die Motivation dahinter nicht richtig zu nennen. Und die kann man nur verstehen, wenn man den biblischen Futurismus kennt. Inquisition, weil mir in der Schule damals was total Falsches gelehrt wurde, was die Inquisition ist, deswegen lese ich diese Bücher von Henry Charles Lear. Und Polio-Impfung, ich hatte ja in der letzten Sendung gesagt, dass ich mich noch daran erinnere, dass ich als kleiner Junge damals mit meiner Mutter zum Blankeneser Bahnhof gegangen bin, da die Schluckimpfung bekommen haben über Polio. Und ich kann mich auch noch an diese ganzen Gräuelgeschichten erinnern, wie sie uns immer an die Wand gemalt hätten, von wie schlimm doch Kinderlähmung wäre und dass man deswegen unbedingt sich impfen lassen müsste. Und als kleines Kind glaubst du das natürlich. Du glaubst den Autoritäten, ne? Nicht der Bibel, die du doch gar nicht kennst, in dem Fall zumindest nicht, sondern du glaubst den Autoritäten von Ärzten, Lehrern und vor allen Dingen deinen Eltern. Deine Eltern sind ja genauso betrogen. Das wussten die ja nicht. Wenn meine Mutter gewusst hätte, was sie mir damit antun könnte, hätte sie wahrscheinlich niemals zugestimmt, dass ich diese Impfung oder eine andere Impfung bekomme. Aber meine Mutter wusste es auch nicht besser. Und deswegen, die Polio ist noch sehr lebendig in meiner Erinnerung. Und was der Dr. Köhnlein in seinem Buch über die Polio schreibt, deswegen, da möchte ich deswegen eine eigene Sendung drüber machen, das Kapitel vorlesen. Ich denke mal, dass ich das in ein, vielleicht zwei Sendungen schaffen werde, ist eben wegen diesem persönlichen Bezug, den ich habe und vor allen Dingen auch, und glaubt mir, ich verdiene keinen Cent dabei, wenn ihr das Buch kauft, aber um die Leute anzusetzen, um dieses Buch zu kaufen oder andere Bücher, vielleicht nicht zu kaufen, aber zu lesen, ja, es gibt auch noch andere Bücher in der Beziehung, die interessant sind und vor allen Dingen, weil das Buch so unglaublich gut fundiert ist, also recherchiert ist. Ja? Also da sind hinten, glaube ich, am Ende 50 Seiten nur voll mit Quellenangaben. Und das sind Quellenangaben, die sind alle offiziell nachforschbar. Das sind Publikationen von anderen Wissenschaftlern, anderen Ärzten, von der Weltgesundheitsorganisation, von Zeitungen, Zeitschriften, Büchern,
Also die ganzen Sachen. Also das Buch ist sehr fundiert. Ne? Der Köhnlein hat da nicht nur seine eigenen Untersuchungen reinfließen lassen, sondern er hat da eben auch sehr, sehr viel zu recherchiert. Und oder nicht nur er, sondern das ganze Team hat es mit drei anderen zusammengeschrieben. Auf jeden Fall, diese Polio-Sache betrifft mich persönlich. Und weil ich da ein persönliches Interesse in habe, möchte ich darüber ein eigenes Video machen. Und das kündige ich dann hier schon mal an. Und dann könnt ihr euch darauf freuen, dass wir das demnächst anhören. Weiß nicht, Michael, möchtest du da vielleicht auch noch was zu sagen oder sollen wir direkt in das Interview einsteigen? Mit Polio kann ich sagen, dass es da zumindest ich von zwei Videos kenne, wo es benannt wird. Und ich denke, dass da der Köhnlein, ich habe das Kapitel nur gestreift, in dieselbe Bresche schlägt, also der Wahrheit verpflichtet ist. Aber Entschuldigung, ich würde sagen, dass wir mal ins Video gehen. Gut, dann gehen wir mal in das Video. Wir haben hier den Anfang. Die Bilder, so wie sie sein sollen, und dann gehen wir noch mal, wie gesagt, zurück. Diese kleine Mittel werden bei 24,50 aufgehört, wir sind bei 23,53, aber ich möchte das hier noch mal spielen. Und Michael, schrei ganz laut, wenn du keinen Sound hast. Ne? Skype spielt heute wieder ein bisschen verrückt. Was meinen Sie zu einer demnächst angekündigten Grippepandemie, also einer weltweiten Seuche? Ja, das ist also wildeste Spekulation, dass eine weltweite Seuche kommen könnte, ist in meinen Augen völlig ausgeschlossen, weil, wie gesagt, das Immunsystem der meisten Menschen im Moment gut funktioniert. Und die jährlich wiederkehrenden Zahl von Grippetoten sind auch mehr oder weniger Propaganda, um die jährliche Grippeimpfung wieder an den Mann zu bringen. Ich habe kürzlich erfahren, wie diese Zahl ermittelt wird von den 20, 30.000 Grippetoten. Ich hatte nämlich selbst noch nie einen erlebt, deswegen frage ich mich immer, wo kommt das eigentlich her? Und da musste ich mich belehren lassen, das ist die Übersterblichkeit im Winter. Davon wird die Sommersterblichkeit abgezogen, also die Leute, die im Sommer sterben, Also im Winter sterben mehr Leute im und Winter von dieser sterben mehr großen Zahl Leute wird die und kleine. die Sommersterblichkeit wird davon abgezogen. Was übrig bleibt, wird der Grippe zugeschoben. Das sind dann so 20 bis 30.000 Tote pro Jahr. Das können aber doch auch Leute sein, die unter das Auto gekommen sind. Das kann alles sein. Ja, das kann alles sein. Hören wir noch Und einmal. wenn Sie im Statistischen Bundesamt nachfragen, in Wiesbaden, dann liegen die Zahl der Influenza-Gestorbenen im einstelligen Bereich, ja, 9 bis 10 pro Jahr. Meine Damen und Herren, Sie können sich mit Fragen an den Autor an dieser Sendung beteiligen auf SR2 Kulturradio 0681 602 3456. Hier ist der nächste Anruf. BSE, eine fast vergessene Tiererkrankung, soll ja Mitverursacher der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit sein. Noch nie hat mir jemand der Gefahrenweg dieser Prionen, also gefährlicher Eiweißkörper, erklärt. Was ist die wirkliche Ursache von BSE? Ein Eiweißkörper oder was? Ja, die BSE-Problematik ist relativ komplex. Also es gab ja fraglos die an BSE gestorbenen Kühe in Großbritannien, die Nervenlähmung hatten. Und es gibt eine Hypothese gegenüber der Tiermehl-Hypothese, die besagt, dass sie wahrscheinlich durch die Intoxikation mit Phosmet, also mit einem Organophosphat, wozu die Bauern verpflichtet wurden, in Großbritannien ihre Kühe mit Phosmet einzureiben. Das ist ein Mittel gegen die Dasselfliege. Das ist ein schweres Nervengift. Und parallel zur Einführung dieser Gesetzgebung entstand die BSE-Problematik. Dafür, für diese Hypothese spricht, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, die Ausbreitung innerhalb von Großbritannien, wo es Gegenden gab, wo eben viel BSE in Anführungszeichen gefunden wurde und andere weniger. Und das hat nicht unbedingt mit der Tiermehlproblematik zu tun. Ganz genau, ja. Also die Korrelation passt wesentlich besser zur Anwendung von Phosmet. Außerdem gibt es hier Tierversuche und Intoxikationsversuche, die zeigen, dass eben Organophosphate schwere Nervenschädigung machen. Das ist also eigentlich nichts Neues. Aber Also Sie haben die Gifthypothese, dass es eher am ja, Gift wobei liegt. es gibt die Gifthypothese, es gibt auch noch eine andere Hypothese, das ist die genetische Hypothese, die auch sehr plausibel ist und wesentlich wahrscheinlicher ist, um das Phänomen zu erklären. Aber auch hier sind natürlich Interessenkonflikte vorgebahnt, wenn der Hersteller von Phosmet sieht sich dann unglaublichen Regressforderungen gegenübergestellt, wenn rauskommt, dass also dieses Mittel an der BSE-Problematik beteiligt ist. Und auch die Regierung natürlich, die das Gesetz gemacht hat, die es auch wieder zurückgenommen hat, weil die Zusammenhänge offensichtlich waren, steht natürlich dann unter Beschuss. Da lässt man das Ganze dann lieber im Prionennebel versinken und ist auf diese Art und Weise aus dem Schneider. Die ganze Panik ist ja vor allen Dingen deswegen entstanden, dass man also auch noch vermutet hat, dass diese Krankheit auf den Menschen übertragbar ist. Und da muss man sagen, oder diese Panik rührt daher, dass ein Neuropädiater, der Name ist Charlton Gadusek,
Der hat damals die Geschichte der langsamen Viren in die Welt gesetzt, hat damals den Nobelpreis dafür bekommen. Der hat auch letztlich HIV und HCV und all diese Geschichten möglich gemacht. Der hat damals behauptet, dass in Papua-Neuguinea, viele kennen diese Geschichte vielleicht, durch Kannibalismus Schwachsinn übertragen werden kann. Und die Versuche, die er dazu gemacht hat, sind grotesk. Er hat nämlich, um den oralen, also den Mund-zu-Mund-Übertragungsweg zu beweisen, hat er also das kranke Hirn zunächst an Versuchstiere verfüttert. Das hat die aber nicht beeindruckt. Dann hat er es ihnen in die Vene gespritzt. Das hat die auch noch nicht beeindruckt. Und dann hat er es ihnen intrazerebral, also in das Hirn, hat er ihnen diese Eiweißgemische inokuliert, also reingedrückt. Und man muss sich wundern, die Tiere sind daraufhin krank geworden. Ja? Mhm. Und das hat dazu geführt, dass die Wissenschaft glaubt, dass eben diese Geschichte übertragbar ist. Aber das ist natürlich völlig haltlos, zumal eben auch hier Kontrollexperimente korrekte gefehlt haben. Hier ist gerade eine kritische Mail aus Telai angekommen. Der Hörer meint, dass sie vieles in einen Topf werfen und aber anderes, was ihnen nicht passt, unter den Tisch fallen lassen. Sind hier jetzt die Beispiele nicht genannt, weil er schreibt, er kommt mit dem Schreiben nicht nach beim Hören. Mhm. Aber wir können ja vielleicht mal einfach eine Art Gegenprobe machen. Also bei AIDS zum Beispiel hatten Sie ja die Hypothese, das liegt mehr an Drogen als an einem HIV-Virus. Gibt es denn eigentlich nicht doch AIDS-Kranke, die gesund gelebt haben, die keine Drogen genommen haben? Und doch. Wie erklären Sie die? Ja, das gibt es natürlich immer wieder mit einer gewissen Frequenz in der Bevölkerung Menschen, die ein schwaches Immunsystem haben aus genetischen Gründen und die erkranken an sogenannten AIDS-definierenden Erkrankungen. Also die kriegen zum Beispiel eine schwere Tuberkulose oder eine Sarkoidose. Das sind Krankheiten, die so ähnlich verlaufen wie Tuberkulose, etwas milder. Und das sind Krankheiten, die hat es auch schon immer gegeben. Die werden nun auch in Gegenwart eines positiven Testes AIDS genannt. Ich kenne aber auch Patienten, die sind negativ im Test und bei denen wird die Krankheit dann bei dem originären Namen benannt und auch entsprechend behandelt. Das Fatale ist ja, im Sinne der HIV-Hypothese werden die Patienten dann immer gleich mit antiviralen Medikamenten behandelt, während eine Sarkoidose allenfalls vorübergehend mit Cortison behandelt wird. Aber auch eine Sarkoidose würde fatalerweise von einer antiviralen Therapie profitieren, weil die Medikamente einfach zytotoxisch sind. Das heißt, sie hemmen lymphozytäres Wachstum, also Lymphozyten. Hier ist gerade noch eine Mail eingegangen, leider steht kein Ort dabei, aber der Hörer hat eben auch den Eindruck, dass das doch nicht stimmen könne, was Sie da sagen, denn er sagt, man erhält da den Eindruck, in Afrika sei in den letzten 20 Jahren nichts passiert, sind die Millionen an AIDS-Weisen nur Einbildung? Nein, ich hatte ja versucht, das zu erklären. Die Millionen an AIDS-Weisen sind keine Einbildung. Es gibt natürlich Kinder ohne Eltern und es gibt auch Eltern, die an AIDS-definierenden Erkrankungen gestorben sind. Nur es sind eben Eltern, die sind an Tuberkulose gestorben und an Malaria und das ist in Afrika leider an der Tagesordnung und nichts Neues. Also Sie bestreiten nicht, dass es Waisen gibt und Sie bestreiten nicht, dass es Krankheiten gibt. Sie meinen nur, das ist falsch, das alles als AIDS zu bezeichnen. Das wird falsch definiert, genau. Mhm. Ja. Hören wir noch einen Anruf, bitte. Schon vor 30 Jahren wurde mit dem Buch Die Nemesis der Medizin vor dem medizinisch-industriellen Komplex gewarnt. Die ausbleibende Erschütterung der Öffentlichkeit ließ den damaligen Autor zu der Ansicht gelangen, die Menschheit sei zu dumm zum Überleben und sie müsse möglichst rasch aussterben, damit die übrigen Mitlebewesen noch eine Chance haben. Wie schätzt der heutige Gast die Chance ein, mit seinem Buch diesen Stumpfsinn der Masse, wie Max Born das nannte, aufzubrechen? Ja, das war Ivan Illich, der die Nemesis der Medizin geschrieben hat und auch das Buch habe ich mit Interesse gelesen. Und er sagte damals schon, dass die Ausweitung des medizinisch-industriellen Komplexes die eigentliche bedrohliche Epidemie ist, mit der wir es heutzutage zu tun haben. Das kann ich nur voll unterstützen und mein Buch ist letztlich ein weiterer Versuch, die Menschen aufzurütteln. Hier gehen inzwischen einige kritische Mails ein, was ich gut finde. Das bringt eine schöne Dialektik in die Sendung. Ja. Ein Hörer, der auch nicht dazu schreibt, von wo er an. Ich denke, das ist ja nur das Stichwort, oder? Welches Stichwort jetzt? Der medizinisch-industrielle Komplex. Ja, nachdem Eisenhower vor dem militärisch-industriellen Komplex Ende der 50er war es, glaube ich, oder Anfang der 50er, oder wann war der Präsident? Der hat ja nach Ende des Zweiten Weltkriegs, glaube ich, übernommen, ne? Und war noch Präsident vor John F. Kennedy. Da hat er ja in seiner Abschlussrede vor dem militärisch-industriellen Komplex gewarnt. Und jetzt warnt hier der Doktor vor dem pharmazeutisch-politischen, oder wie nennt er das? Medizinisch-industriellen Komplex. Ja, medizinisch-industriell, ja. Ja, man darf ja nicht vergessen, es sind ja schon sehr viele Dinge passiert in der Vergangenheit, jetzt auch in den letzten Jahren, wo also ganz viele, ganz teure Medikamente
jetzt, ich glaube, das war Vogelgrippe oder so, jetzt dann auch vernichtet worden sind. Die sind erstmal gekauft worden von Regierungen. Ja, und, kommt er da nicht noch drauf in diesem Interview? Ja, das kann sein. Aber wie gesagt, der medizinisch-industrielle Komplex heißt letzten Endes medizinisch-industriell. Ne? Was fehlt da? Der Mensch. Ja, das ist eine Industrie, die daraufhin abzielt, den Menschen maximal auszubeuten. Wie ein Bekannter von mir, der im medizinischen Bereich seit Jahrzehnten arbeitet und sagt, ja, also Heilanstalten, Krankenhäuser und so weiter sind alles völlig ökonomisch geführte Betriebe. Die Ökonomie des Hauses steht an erster Stelle. Zitat Ende. Es geht da nicht um den Krankenstand und es geht auch nicht jetzt um die Genesung. Es geht letzten Endes darum, um die entsprechende Auslastung. Ja, das haben wir jetzt beispielsweise jetzt aktuell bei der Bettendiskussion, Intensivbettendiskussion. Da geht es um eine Auslastung. Kann doch nicht, sag mal, liest du meine Gedanken oder was? Das war genau das, was ich gerade sagen wollte, wo wir ja doch diese Videos gesehen haben von diesem Erbsenzähler, der die ganzen Zahlen nachgegangen ist und der sagt von ja, okay, Intensivstationen sind ausgelastet. Warum? Wenn ich vorher, lass uns mal sagen, jetzt 50% der Intensivbetten abschaffe, weil sie unrentabel sind, und dann kriege ich auf einmal eine höhere Belegung als normal, zwischen Anführungszeichen, ja, dann sind die natürlich ausgelastet, weil sie haben ja weniger Betten zur Verfügung. Ne? Das sind halt diese selbsterfüllenden Prophezeiungen, die da in das der Spiel Hinsicht mit machen, den ne? Zahlen hast du ja immer, weil mit den Prozentzahlen drückst du ja keine absoluten, sondern nur relative Verhältnisse aus. Ja, das heißt, richtig. Du kannst ja hingehen und kannst dann sagen, okay, wir haben jetzt so und so hohe prozentuale Auslastung, dass du die Auslastung aber nur daher erreichst, dass du vorher die absolute Zahl minimiert hast. Ja, das erzählt es den Leuten natürlich dann wieder nicht. Die Leute sehen nur diese brutale Zahl, 90% Auslastung, wir sind kurz vorm Ende, wir können keine mehr aufnehmen. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch die Tablette, die jetzt wahrscheinlich demnächst über die Presse geht. Ja, das war genau mein Punkt. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Also ich habe den Eindruck, fast du kannst Gedanken lesen. Oder wir können auch sagen, wir sind vom selben Geist geleitet, weil es dieselben Ideen gibt da. Oftmals so ungefähr zur selben Zeit. Ja. Du würdest ja auch nicht, wenn du wir reden ja von einem medizinisch-industriellen Komplex, du würdest doch nicht, wenn du in der Industrie bist, dann möchtest du doch gerne Gewinnmaximierung haben. Oder wenn du jetzt in einer Aktiengesellschaft bist, dann Shareholder Value und wie sie ganzen Geschichten da alle heißen. Du willst ja möglichst profitabel irgendwo arbeiten. Wenn jetzt die komplette Lage in der Bevölkerung so ist, dass keine Gefahr besteht, dann reduzierst du doch natürlich dein Personal. Ja, wenn also da in dem Moment keiner gebraucht wird, weil es Urlaubszeit ist, tolles Wetter ist und keine Erkältungszeit ist und so weiter, dann werden natürlich auch weniger Medikamente beispielsweise gebraucht. Also kannst du dann auch weniger Leute in deinem Betrieb beschäftigen, die diese Medikamente dann da produzieren oder zumindest beaufsichtigen. Und genauso ist das in dem ganzen medizinisch-industriellen Komplex. Das heißt, wenn da klar ist, jetzt kommt bitte schön die Wintersaison, jetzt werden die Leute krank, jetzt ziehen die Leute sich nicht adäquat an, jetzt haben die zu wenig Sonneneinstrahlung, dann geht natürlich dann genau da der Bedarf an entsprechenden Vitaminen oder Präparaten dann hoch. Und wenn das schon von vornherein klar ist, kannst du das natürlich dann einteilen. Ist nichts los, reduzierst du doch einfach jetzt dein Personal und damit dann auch die Anzahl der verfügbaren Betten. Und dann gehst du hin und kannst sagen, so, jetzt haben wir unsere Betten reduziert, weil wir kommen ja gerade aus dem Sommer. Oder wir reduzieren die komplett absolut. Da gibt es ja auch verschiedenste Geschichten, dass schon Leute nachgewiesen haben, dass jetzt auch die Bettenauslastung da reduziert worden ist. Und wenn du dann mit einer relativen Prozentzahl kommst, also Prozent heißt ja nur pro 100, ja, Cent, pro Cent, kommt, dann kannst du natürlich die Leute dementsprechend völlig ködern. Die denken dann an eine Art Bundestagswahl, wo dann Millionen von Menschen abstimmen und wenn dann, keine Ahnung, 90%, da ist nur noch ganz wenig. Wir haben keine Leute mehr, wir haben keine Betten mehr. Dass das jetzt nur eine Verhältniszahl ist, Prozent und keine absolute, das ist ja den normalen Menschen da draußen überhaupt nicht klar zu machen, die ja schon jetzt in einem Trauma leben. Also viel mal dazu. Ja, ich finde vor allem deine Bemerkung mit den Prozenten sehr interessant, weil viele Leute meinen ja immer, dass man 110% geben soll, ne? Mhm. Das fand ich schon immer so eine absurde Ausdrückung, sowas zu sagen, wenn der Prozent heißt von 100, wenn ich nur 100 habe, kann ich nicht 110 geben, ne? Ja, das hätten sie natürlich ganz gerne in der Geldindustrie, lass uns mal sagen, da kommt ja der Zins und der Zinseszins her, ne? Und deswegen etablieren sich dann eben auch solche Redeweisen in unserer
Welt, in der wir heutzutage leben. Der ja auch völlig unbiblisch ist, ne? Ja, das sowieso, ne? Das sowieso. Und der medizinisch, pharmazeutisch, industrielle, politische Komplex, ich möchte es mal so Zusammenhang nennen, der ist ja auch nur hauptsächlich deswegen da, weil es eben um Geld geht, ne? Ist doch jetzt und in der Situation nach draußen. Wie sagt die Bibel noch? Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Ne? Es sind doch jetzt schon es sind doch jetzt schon Fabriken hochgezogen worden in Indien, so weil man jetzt in den bewegten Bildern aus dem Zauberkasten Fernseher glauben darf. Ja, dass man also da riesen Fabriken und eine ganze Stadt quasi hochgezogen hat, die jetzt entsprechende Medikamente, Impfungen oder was weiß ich da auch alles herstellt. Ja, und diese Geschichte, die ist jetzt natürlich auch irgendwann erst dann profitabel, wenn sie permanent jetzt auch benutzt wird. Und deswegen habe ich, als die Geschichte rauskam, schon gesagt, du kannst blind darauf wetten, wenn du es denn dürftest, du kannst blind darauf wetten, dass es einen Tonus geben wird, sodass dann letzten Endes dann du ein Abhängigkeitsverhältnis hast zwischen dem Dealer und dem Konsumenten. Ja, weil ansonsten rechnet sich kein industrieller Komplex. Das heißt, da ist jetzt, da wird jetzt eine Industrie aufgerichtet. Da geht es sich um das ganz große Geld. Und da gibt es viele Menschen, die da von vornherein schon viel Geld, also Millionen und Milliarden investiert haben, die jetzt auch gerne letzten Endes jetzt ihren Profit da jetzt einstreichen möchten. Ne? Und deswegen muss die ganze Geschichte jetzt laufen, weil das hängt da einfach zu viel Geld mit in der Pipeline. Und deswegen ist halt ein gewisser Prozentsatz der Menschen, die halt letzten Endes dann später auf gewisse Medikamente oder gewisse pharmazeutische Erzeugnisse angewiesen sind, die ist jetzt schon einkalkuliert. Unter der darfst du nicht gehen. Und deswegen sind wir schon wieder bei den Prozenten. Sonst lohnt sich die ganze Errichtung und diese ganze Aufwand nicht. Denn das kostet ja auch alles eine ganze Menge Geld, zum Beispiel an Werbung. Ja, man will ja einen vernünftigen ROI haben, ne? Return on Investment, ne? Also eine vernünftige Rendite aus dem investierten Geld, ne? Weil ne, das Geld alleine arbeitet hier ja nicht. Also wenn man das investiert, dann müssen andere dafür arbeiten, dass das nachher dann mehr aufbringt, als vorher reingesteckt wurde. Und ja, ich glaube, wir brauchen da keine Namen zu nennen. Nee, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich meine nur, ich hatte letztens sogar gelesen, dass China so gut wie Covid-19 frei ist, ne? Das gibt es doch nicht mehr. Ne? Ja, aber ich glaube, das hat politische Hintergründe, damit man später den Menschen im debilen oder halt im starrsinnigen Westen verkaufen kann, dass die chinesische Methode die einzig richtige ist. Das ist das Vorbild für die ganze Welt, für die neue Weltordnung. Schaut nach China, wo der Staat die totale Kontrolle hat. Nur mit der totalen Kontrolle können wir Corona-frei werden. Genau, Michael, du hast es absolut richtig erkannt. Ja, und deswegen ist der erste Vorläufer die EU, aber die EU ist ja immer noch nicht mächtig genug, weil es ja zu viele Nationalstaaten gibt. Das gibt es ja ganz viele Politiker, die vor allem dem linken Spektrum zuzuordnen sind, die da sich da schon drüber echauffiert haben, dass Nationalstaaten überwinden werden müssen. Also von daher geht es dann alles in die Richtung, dass es dann zentral ist, weil nur der Konsument selber, der ist halt einfach nicht in der Lage, eine vernünftige Entscheidung zu treffen, dass der dazu nicht in der Lage ist meistens, weil er halt weder einen Glauben hat, noch die notwendige Information. Das erzählt die Regierung dir nicht. Die Regierung erzählt dir, dass niemand besser entscheiden kann als derjenige, der alle Zahlen hat. Graf Zahl oder besser gesagt in dieser heutigen Zeit dann eben genau der große Bruder. Ne? Der große Bruder passt auf dich auf. Ja, das mit dem Nationalwesen, Nationalstaaten, das hat der Innenminister Schäuble schon vor etlichen Jahren gesagt. Da gibt es auch ein Interview von, dass man auf YouTube darüber schauen kann. Da hat er nämlich gesagt, dass die ganzen Errungenschaften des Westfälischen Friedens auf den Müll gehören. Die haben sich nämlich bewiesen als nicht funktionierend. Ja, und jetzt wissen die meisten Menschen noch nicht mal, was der Westfälische Frieden ist. Das war der erste, lass uns mal sagen, ein wenig an Frieden erinnernde Zustand zwischen der katholischen und der protestantischen Kirche oder dem Protestantismus Mitte des 16. Jahrhunderts. Ich glaube von 1555, wenn ich jetzt nicht ganz miss bin, ist das damals gewesen, dieser Westfälische Frieden, der damals abgeschlossen wurde. Und Schäuble sagt, dass die Errungenschaften von damals auf den Friedhof der Geschichte gehören. Und der also ich kann mich da jetzt hat. Ja, das die ganz ältere Geschichte, die neuere Geschichte aus dem 21. Jahrhundert, da erinnere ich mich immer an unseren ehemaligen Gesundheitsminister, der heißt Horst Seehofer. Und Horst Seehofer hat mal eben bestimmte Äußerungen getätigt. Ja, im Scherz, ne? Leider, ne? Ja, ja. Du meinst das doch, da hatten wir doch schon mal drüber gesprochen, ne?
Ja, du meinst aber jetzt dieses andere Zitat. Du meinst, dass dieses Zitat diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu sagen und diejenigen, die was zu sagen haben, sind nicht gewählt, ja. Ja, aber genau das meinte ich nicht. Ach so, okay. Was meintest du denn dann? Ja, es gibt halt ein Zitat hier aus das Pharmakartell, wie wir als Patienten betrogen werden, aus Frontal 21. Das war damals eine zumindest nach außen kritische Sendung im öffentlichen Fernsehen. Und er hat dann da gesagt, Zitat, es kann nicht so sein, dass eine Positivliste danach bestellt wird, wer die stärkste Lobby hat, sondern sie muss nach wissenschaftlich sauberen Kriterien gemacht werden. Und das war in überschaubarer Zeit nicht möglich und deswegen haben wir sie dann beerdigt. Übrigens jede Folgeregelung auch. Dann kam die Frage der Redaktion, Zitat, heißt das denn, dass die Lobby so stark war, die Pharmalobby gegen die Politik, um sie dann da zurückziehen mussten? Zitat Ende. Und Seehofer sagt, Zitat, ja, das ist so, seit 30 Jahren bis zur Stunde. Dieses Zitat ist aus dem Jahre 2008. Erinnere ich mich dran, habe ich auch mal gesehen, ja. Ja, dann würde ich sagen, haben wir alles das gesagt, was vielleicht jetzt im Augenblick da zu Pass ist und dann kann der Herr Köhn dann weitermachen. Ja, weil da kommen noch ein paar interessante Dinge. Ich sagte, als eine Anruferin nachher, da werden wir uns sicher dran erfreuen können, um mit dem, was sie sagt, ein wenig biblisch umzugehen und darüber zu diskutieren. Da freue ich mich schon drauf. Hören wir mal rein, was er weiter sagt hier. Versuch, die Menschen aufzurütteln. Hier gehen inzwischen einige kritische Mails ein, was ich gut finde. Das bringt eine schöne Dialektik in die Sendung. Ein Hörer, der auch nicht dazu schreibt, von wo er schreibt, meint, wenn Impfungen nichts bis wenig zum Rückgang von Infektionskrankheiten beigetragen haben, wie erklären Sie sich dann den aktuellen Masernausbruch in Nordrhein-Westfalen, der ja gerade Ungeimpfte betroffen hat? Und NRW hat den Ruf einer Impfgegner-Hochburg. Ja, da treffen Sie mich direkt ins Herz, muss ich sagen. Aha. Ich habe nämlich selbst 4 ungeimpfte Kinder und in unserer unmittelbaren Nachbarschaft sind die Masern ausgebrochen. Und wir haben jetzt große Angst, dass unser Urlaub deswegen ins Wasser fällt. Ja, aber ich habe keine Probleme damit, dass meine Kinder die Masern kriegen. Und es ist auch bei den Masern die Frage, ob tatsächlich die Impfung dazu geführt hat, dass die Masern deutlich rückläufig sind. Wenn Sie sich die Statistik angucken, auch da ist es so, dass die Masern oder die Schwere der Erkrankung oder die Todesfälle an Masern deutlich rückläufig waren, bevor die Massenimpfung eingesetzt hat. Also Sie selbst lassen Ihre Kinder nicht dagegen impfen, sagen Sie? Nein, ich habe sämtliche Impfung, nachdem ich mich mit der Impfproblematik auseinandergesetzt habe und gesehen habe, dass A, das Risiko an einer Infektionskrankheit zu sterben heutzutage ja praktisch null ist und andere Lebensrisiken also im Vordergrund stehen, habe ich mich dazu entschieden, die Kinder nicht impfen zu lassen. Meine Frage betrifft die Reaktion der Kollegen und auch die der Pharmaindustrie. Wird seitens vor allem der Pharmaindustrie eher so reagiert, dass man versucht, ihre der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Informationen totzuschweigen? Oder haben Sie auch schon mal Versuche der Einschüchterung erlebt? Ja, wir haben in Bezug auf AIDS schon durchaus Versuche der Einschüchterung erlebt, via E-Mail. Aber ansonsten habe ich noch keine persönlichen Bedrohungen erhalten. Das Problem mit der Pharmaindustrie ist, die sind ja auf Profit aus. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Und bezüglich der Virus-AIDS-Hypothese sind sie sicherlich der Auffassung, dass das, was wir hier vertreten, völliger Unsinn ist. Und dass wir das Risiko bergen, dass wir eine gute Therapie, eine funktionierende Therapie den Patienten vorenthalten. So argumentiert die pharmazeutische Industrie. Nur dafür gibt es eben keine Belege. Im Gegenteil, es gibt eine in der Literatur versteckte Belege, die zeigen, dass die damalige Therapie mit ACT eine Katastrophe war. Ja, Sie sagen die ganze Zeit wir. Wir ist, also was das Buch betrifft, Ihr Co-Autor Thorsten Engelbrecht, ein Journalist. Hm. Und wer gehört sonst noch zu denen, die auf Ihrer Seite stehen? Ja, nein, das ist ein weit verzweigtes Netz von Wissenschaftlern und Ärzten, also weltweit auch, die per E-Mail kommunizieren und sich auch ab und zu treffen. Demnächst soll wieder ein Treffen in New York sein. Dazu gehört zum Beispiel Peter Duisberg, der Molekularbiologe in Berkeley, der seine Karriere letztlich dadurch ruiniert hat, dass er relativ frühzeitig aufgestanden ist, hat gesagt, dieses HIV-Virus, dieses Retrovirus ist kein pathogenes Virus. Und er wusste, wovon er sprach. Er war ja Retrovirologe. Er gehörte zu diesem kleinen Kreis
der Retrovirologen, die dabei waren zu erforschen, was Retroviren eigentlich machen. Und die waren damals unter Verdacht, ja Krebserreger sein zu können, weil sie eben keine Zellen töten. Das war das Spezifikum der Retroviren, dass sie nicht zelltötend sind. Und deswegen ist Duisberg damals gegen angegangen, weil er gesehen hat, was für eine Katastrophe sich da anbahnt. Das hat dazu geführt, dass ihm sämtliche Mittel gestrichen worden sind. Und so reagiert die Orthodoxie heutzutage. Also wir werden nicht mehr auf den Scheiterhaufen gestellt, wir werden nicht mehr verbrannt, sondern der Geldhahn wird abgedreht. Was halten Sie von der Impfung gegen FSME? Wissen Sie, was ist es? Ja, FSME, das ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis, ach so, die durch Zecken übertragen werden soll. Ich kann dazu nur sagen, das Risiko an solch einer Erkrankung zu Erkrankung ist so klein. Und das steckt sich ungefähr mit dem Risiko, eine schwere Nebenwirkung von der Impfung zu bekommen. Also ich kann diese Impfung nicht empfehlen. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele Menschen so verängstigt sind, dass sie wahrscheinlich mit einer stattgehabten Impfung dann beruhigter in Urlaub fahren. Hat es in erster Linie finanzielle Gründe, dass in den letzten Jahren vermehrt Kombi-Impfungen durchgeführt werden, also Impfungen gegen mehrere Krankheiten gleichzeitig? Oder ist das auch medizinisch sinnvoll? Ja, aus meiner Sicht ist es medizinisch überhaupt nicht sinnvoll. Sie müssen sich vorstellen, die Zahl der empfohlenen Impfungen ist mittlerweile auf 33 angestiegen. Ja, da hat eine Mutter schon mal gesagt. Ja, 33. Eine interessante Zahl, nicht? Wenn man sich das mal eben auf der Zunge zergehen lässt. Nur mal eben so kurz nebenbei eingeworfen. Ne? Also mein Kind ist doch kein Nadelkissen. Und das hat dann dazu geführt, dass eben diese Kombi-Impfungen eingeführt werden, um das für den Patienten auch erträglicher zu machen. Aber wenn ich sehe, und ich habe es gesehen, mit was für einer Propaganda jetzt gegen Krankheiten geimpft wird, die absolut ungefährlich sind und meines Erachtens auch nicht impfpräventabel sind, wie zum Beispiel die Hepatitis B oder noch schlimmer die Pneumokokken-Impfung, die jetzt empfohlen wird für alle über 60-Jährigen, ja. Da gibt es keine guten Belege dafür, dass diese Impfung funktioniert. Im Gegenteil, es gibt sogar Hinweise, dass die Impfung ungünstig sich auswirkt. Man hat nämlich zum Beispiel an HIV-Positiven in Uganda einen Feldversuch gemacht mit einer Pneumokokken-Vakzine und hat festgestellt, dass die geimpfte Population mehr Pneumokokken-Infekte hat als die ungeimpfte. Also sagen Sie, wenn Sie sowas sagen oder auch in Ihrer Praxis, die Sie ja in Kiel haben, praktizieren, stehen Sie dann nicht mit einem Bein im Gefängnis? Denn es ist ja, wenn Sie zum Beispiel sagen, man sollte das eher nicht machen, jetzt passiert aber mal was, dann werden Sie ja wohl haftbar gemacht. Während wenn Sie empfehlen, mach das nur und es gibt mal eine Nebenwirkung, passiert Ihnen wahrscheinlich weniger. Das ist genau die Situation des Arztes in der Praxis. Und deswegen werden auch so viele Medikamente verordnet, weil sie immer belangt werden können, wenn sie etwas nicht gemacht haben. Sie können nie belangt werden, wenn sie das Cholesterin gesenkt haben, wenn sie den Blutdruck gesenkt haben mit einer Dreier- oder Vierer-Kombination. Dann kann ihnen nichts passieren. Aber wenn sie wenig Medikamente eingesetzt haben und der Patient bekommt einen Schlaganfall oder er bekommt einen Herzinfarkt, dann sagt der Mensch, hat der Doktor nicht richtig für mich gesorgt? Ja, und mit etwas Glück geht er dann zu einem anderen Arzt und wenn sie Pech haben, ruft er seinen Anwalt an und verklagt sie. Es ist ja oft so, dass man die alternativen Erklärungen, die Sie bringen, vielleicht auch nicht gerne hört, weil sie unbequem sind. Also einmal für uns selbst, dass man auf unseren Lebenswandel zum Beispiel achten müsste, aber auch für die Gesellschaft. Also in Ihrem Buch sind erschreckende Bilder zum Teil. Also nicht irgendwie gruselige Bilder, sondern da sieht man zum Beispiel, wie Kinder, hier in Deutschland glaube ich sogar, mit so einem Sprühgerät ohne jeden Mundschutz oder so mit DDT besprüht werden, um den Kopf also gegen Läuse zu schützen. Das ist aus heutiger Sicht, wo man doch weiß, dass DDT bestimmt nicht sehr gesundheitsförderlich ist, geradezu unvorstellbar. Aber das wurde anscheinend in großem Stil gemacht. Und Sie haben ja sogar den Verdacht, dass vieles, was man Kinderlähmung genannt hat, gar nicht von einem Virus kam, sondern genau daher. Ja, da war ich, muss ich sagen, auch erschüttert. Diese Recherche geht auf meinen Co-Autoren zurück. Als ich das las in unserem gemeinsamen Buch, dass die Polio wahrscheinlich auch keine Infektionskrankheit ist. Da ging ich natürlich erstmal auf die Barrikaden und habe gesagt, nee, das können wir jetzt nicht machen, die Polio auch noch zu demontieren. Und dann bin ich aber der Sache nachgegangen und habe festgestellt, dass das ganz ähnlich gelaufen ist, wahrscheinlich wie die BSE-Problematik. Die Übertragungsversuche mit dem Poliovirus gehen zurück auf Landsteiner um die Jahrhundertwende. Und da hat man auch nur Gehirnbrei eines erkrankten Kindes intrazerebral verimpft, also ins Gehirn geimpft. Und daraus, wenn das Versuchstier dann krank wurde, geschlossen, dass hier ein übertragbares Agens eine Rolle spielt. Und auch völlig außer Acht gelassen, dass hier eine allergische experimentelle Enzephalitis induziert wurde, ja, die auch eben nicht durch korrekte Versuchskontrollen ausgeschlossen wurde.
Und dann habe ich weiter nachgelesen, dass die Poliomyelitis klinisch, also diese Kinder, diese Lähmungserscheinung klinisch von Vergiftung durch Arsen, Blei oder auch Organophosphate gar nicht zu unterscheiden ist. Das heißt, es ist völlig offen, was die Ursache ist. Und es kann sehr gut sein, dass einfach nur ein Enterovirus zum Polioerreger gemacht wurde, der ja ubiquitär ist. Und wir lesen dann auch, 90% der Bevölkerung haben mit diesem Enterovirus gar keine Probleme. Nur ein ganz kleiner Teil erkrankt daran, sodass es durchaus sein kann, dass die Poliomyelitis einfach nur eine Intoxikationserscheinung war. Zumal man auch sehen muss, dass diese Epidemie sich ja vorwiegend in den entwickelten Ländern abgespielt hat. Nicht etwa wie Infektionskrankheiten üblicherweise in den Entwicklungsländern, sondern in New York ganz besonders kam es in den 50er Jahren zu dieser großen Polioepidemie, parallel zu dem massiven Gebrauch von DDT. Was mich wirklich schockiert, wenn es denn stimmt, ich muss jetzt mal ausdrücklich sagen, ich kann vieles beim besten Willen nicht nachprüfen, was Sie da sagen, aber wenn es denn stimmt, dass die Schulmedizin, also die schulmäßig wissenschaftlich betriebene Medizin, das, was ich ihr jetzt auf jeden Fall noch unterstellt hätte, nicht tut, nämlich genaue Nachweise erbringen, indem man eben eine Kontrollgruppe hat und die wissenschaftlichen Regularien einhält. Also ich kann es fast nicht glauben, tut mir leid. Ja, also ich war auch erschüttert. Ich kann nur sagen, ich war genauso erschüttert wie Sie und habe das gelesen und habe das gesehen. Ich habe mir die Originalarbeiten dann auch rausgesucht, da steht es aber leider genau so drin. Ja, wir haben die Originalarbeiten, wir haben sie auch alle zitiert. Sie sehen ja, das Buch ist mit vielen, vielen Quellen untermauert. Das muss man ja auch machen bei so einer kontroversen Thematik. Ich kann es nicht ändern. Es wurde so gemacht, es wurde unwissenschaftlich vorgegangen damals. Hören wir noch eine Frage an den Autor. Welche Informationen geben Ihnen den Anlass dazu, daran zu zweifeln, dass die Erkrankungen wie SARS und Vogelgrippe auf Viruserreger zurückzuführen sind? Ja, und wenn nicht auf Viruserreger, worauf dann? Denn es sterben ja Vögel. Ja, also bei SARS zunächst einmal, das war ja im Wesentlichen auch eine Medienseuche. Das sind ja einfach Lungenentzündungen gewesen, die durchaus durch einen Virus vielleicht verursacht worden sind. Das kann durchaus sein, ist aber auch überhaupt nichts Neues. Weswegen diese Geschichte so berühmt wurde, liegt wahrscheinlich daran, vermute ich jedenfalls, weil der Erfinder des Syndroms selbst an dieser Krankheit gestorben ist, Carlo Urbani, der Mitte 40 war, eigentlich in seinen besten Jahren, sollte man meinen, und an einer viralen Pneumonie stirbt. Das lässt schon aufhorchen. Und das war natürlich damals der Grund, weswegen das so dramatisiert wurde. Aber als ich dann später im New England Journal, also in unserem Fachmagazin, las, wie die SARS-Opfer behandelt wurden, sträubten sich mir wirklich alle Haare. Da habe ich gelesen, dass die mit Hochdosen Methylprednisolon, also Cortison, hochdosiert und antiviralen Medikamenten behandelt wurden. Zum Teil wurde auch eine Lungenbiopsie gemacht. Das heißt, die wurden operiert, Lungengewebe wurde entfernt und anschließend wurden sie dann beatmet und mit Hochdosis Cortison und antiviralen Substanzen behandelt. Das heißt, hier hat man einem Menschen zu einem Zeitpunkt, zu dem er sein Immunsystem dringend brauchte, dieses sozusagen unter dem Hintern weggeschossen, ja, und er sozusagen wehrlos diesem Erreger ausgeliefert und ist dadurch gestorben. Also auch diese SARS-Opfer sind aus meiner Sicht in aller Regel iatrogen. Ja, hier muss ich nochmal eben unterbrechen, weil er sagt gerade einen sehr interessanten Satz, der wahrscheinlich jedem aufgefallen ist und Michael auch. Deswegen denke ich, sollten wir mal kurz drüber sprechen. Er sagt hier: In einem Moment, in dem die Menschen ihr Immunsystem am dringendsten brauchten, hat man ihnen das Immunsystem im Grunde mit der Gabe von, in diesem Fall, Medikamenten oder was, zerstört. Mhm. Und das ist ja genau das, was heute mit der Virusagenda, die im Augenblick sind, also seit Anfang 2020, Ende 2019 läuft, ja, genau dasselbe. Wir sind ja ziemlich sicher, deswegen beschäftigen wir uns mit diesen Viren-Dingen, mit diesem Viruswahn und eben mit Impfungen oder der Impfquisition, das heißt der Zwangsimpfung, die ja früher oder später auf die eine oder andere Art und Weise wohl doch kommt, entweder von der Regierung oder aber von der Gesellschaft mehr oder weniger gefordert. Das ist ja genau das, was in der hegelischen Dialektik ist, ne, was der Henry Kissinger wohl mal gesagt hat, wenn ich mich nicht irre, auf einem Bilder-Mörder-Meeting, ja, wir brauchen die eine große Krise und die Menschen werden die Lösung akzeptieren, die wir ihnen vorschüsseln. Das ist ja genau das, was jetzt im Augenblick eben so der Fall ist, was jetzt im Augenblick eben läuft. Ne? Dass mit diesen Impfungen das Immunsystem, das natürliche Immunsystem umgangen wird, um ein neues Immunsystem zu schaffen, wo man von dem pharmazeutisch-industriellen Komplex abhängig ist.
weil die sich das patentieren lassen. Der sogenannte Coronavirus und diese ganzen Impfungen, die sind alle patentiert. Und ein Patent heißt, dass ich ein Urheberrecht daran habe. Und dass ich da eben auch Geld mit verdiene. Und da geht's im Grunde doch drum. Aber jetzt würde ich gerne mal kurz Michael seine Meinung zu diesem Fall hören. Ja, zum einen sagt er vorher noch, dass dieses SARS gar kein neues Virus ist, sondern dass es dann immer schon eine Lungenerkrankung ausgelöst hat. Also diese SARS-Viren ja schon länger bekannt sind. Also das ist ja auch jetzt nicht die Weltneuheit. Dieses COV-2 soll ja so ganz speziell sein, aber diese SARS-Viren selber sind ja dann auch schon länger dann auf dem Markt. Das Coronavirus gibt es ja auch mindestens seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, soweit ich weiß bis jetzt, ja. Da weiß ich jetzt nichts drüber im Augenblick, nur was worauf ich hinaus will, ist einfach die Geschichte, dass wenn das schon mal in verschiedensten Versionen da war und jedes Jahr dann auch Mutationen davon sowieso entstehen, dann macht natürlich dann zwei Dinge keinen Sinn. Erstens dann hinzugehen und dann zu sagen, so, jetzt haben wir hier ein Virus, der zum ersten Mal aber jetzt ob Zoonose heißt das, ne, ich weiß jetzt nicht, über ein Tier übertragen wird, dass also jetzt da ausgerechnet an dem Ort gerade dann rumgeschwirrt ist, wo dann ausgerechnet auch noch ein Hochsicherheitslabor der Chinesen dann ist. Immer die bösen Fledermäuse, ne? Ja, die Chinesen, Michael, das war eben kurz für die Leute, die das nicht so gut kennen. Die Chinesen haben ein Labor im Grunde übernommen, das erst in Amerika war. Den Amerikanern wurde das zu heiß und zu gefährlich. Die haben das nach China gebracht, nach Wuhan. Und die beschäftigen sich damit, um dafür zu sorgen, dass bestimmte Krankheiten von Tieren auf Menschen übertragbar sind. Die manipulieren Bakterien, Viren, was auch immer, Krankheitserreger, sagen wir jetzt mal. Die manipulieren die so sehr, bis sie sie so weit haben, dass sie vom Tier auf den Menschen überspringen. Das sind im Grunde, wenn man es anders sagen will, biologische Waffen. Die machen das natürlich unter dem Motto von, ja, wir machen das ja für die Gutheit der Menschheit. Stell dir vor, das kommt in Natur vor, dass dieser Krankheitserreger vom Tier auf den Mensch überspringt. Da müssen wir ja schon mal wissen, wenn das dann geht, was wir denn dagegen machen können. Das sind die Dinge, die sie in Wuhan rausgesucht haben. Und den Amerikanern wurde das zu heiß. Das ist zumindest die Information, die ich darüber habe. Ich denke, wir kriegen überhaupt keine valide, belastbare Information über sowas, weil wir ja halt die Quellen gar nicht prüfen können und nicht dabei gewesen sind. Der Punkt ist letzten Endes derjenige, dass jetzt in 2021 eine weltweite Aktion läuft für einen Virus, der 2019 angeblich erstmalig aufgetreten ist. So, was machen wir mit den Varianten, die in 2020 aufgetreten sind? Was machen wir damit? Die sind dann inkludiert. Die kriegt man dann inklusive damit. Oder das ist die eine Geschichte, also die mir nicht erschließt. Man impft ja immer hinterher. Ja, man muss ja erstmal den Erreger haben. Der mutiert aber die permanent und dann impft man noch hinterher. Das heißt, man impft ja letzten Endes nicht, um irgendwie etwas vorbeugend zu machen, sondern man impft irgendetwas über etwas, was man schon kennt. Aber warum das jetzt speziell gegen neue Sachen wirken soll, die jetzt gerade in der Mache sind, weil wir laufen ja jetzt genau über diese Grippe-, Erkältungs- und Infektionssaison drauf hinaus, erschließt sich mit mir nicht. Vor allen Dingen erschließt sich mir nicht, wo der Sinn drin liegt, zwei Impfungen im Abstand von 4 Wochen zu haben. Ich habe da zwar meine Idee zu, aber die werde ich jetzt im Augenblick auch noch hinterm Berg halten. Aber das sind halt so viele Neuerungen, die jetzt im Augenblick da auch zustande kommen, die der Herr Köhner ja noch gar nicht wissen konnte in dem Zeitraum, wo dieses Video da entstanden ist, dass wir also diesmal eine mRNA-Impfung haben, also unter anderem gibt ja auch noch Vektorimpfungen, wie die ganzen Sachen da alle beschaffen sind. Ja, das ist die eine Neuerung und die zweite ist, dass wir ja gar nicht mehr mit einer Impfung auskommen. Das heißt, wo der Körper ja schon... Auch nicht mit zwei, Michael. Auch nicht mit zwei. Ja. Entschuldigung, dass ich dich hier eben unterbreche, aber ich habe einen Kollegen, mit dem ich beim Taxi arbeite, der ist jetzt zweimal geimpft und der kriegt jetzt eine Einladung zur dritten Impfung bereits, weil... ihm wird gesagt von, ja, du bist ein bisschen schwächlich mit deinem Immunsystem und du brauchst jetzt diese Booster-Impfung. Da haben die Leute ja auch sicher schon mal von gehört. Diese dritte Impfung, die kriegt er jetzt innerhalb der nächsten 3 oder 4 Wochen angeboten. Der Mensch wurde im Mai und Juli, glaube ich, die ersten 2 Male geimpft. Oder Mai und Ende Juni oder sowas. Und jetzt wieder. Und das geht hier um tausende Menschen hier in Belgien. Und das ist jetzt mal hier in Belgien, das wird überall so sein. Diese Auffrischungsimpfungen, wie man das dann auch später nennen wird wahrscheinlich,
die finden mehr und mehr statt. Und das hat genau mit dem Punkt zu tun, den du gerade erwähnt hast. Wir impfen immer hinterher. Und außerdem waren da ja, glaube ich, auch mal ein paar schlaue Leute, die mal gesagt haben, in eine Pandemie impft man nicht rein, ne? Ja, aber der Hauptpunkt ist der, bisher sind wir ja bei so einer Impfung gegen Masern, Röteln, Kombi, Tollwut, Grippe und wie die ganzen Sachen alle heißen, ja immer mit einer Spritze, auch wenn da ein Kombipräparat drin war, ausgekommen. Und das hat ja eine gewisse Zeit, teilweise bis zu 10 Jahren, angeblich vorgehalten. Und jetzt laufen wir in die Saison rein, dass wir jetzt, dass wir jetzt inzwischen schon einen Stoff angeblich verimpfen, der gegen eine sogenannte Infektionsauslöser ist, der vor 2 Jahren festgestellt worden ist. Das heißt, wir laufen ja jetzt extrem weit hinterher. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie gesagt, wir haben innerhalb von 4 Wochen, einem Abstand dazwischen, haben wir jetzt 2 Impfdosen, die dafür vorgesehen sind. Und dann müsste man sich wirklich mal die Frage stellen, warum? Denn wenn beim ersten Mal dein eigenes Antiviren Programm sozusagen, also dein Immunsystem, wovon die meisten ja gar nicht wissen, dass sie eins haben, dein Immunsystem ja schon angefangen hat, dagegen halt zu arbeiten, dann kommt nochmal, wenn man so will, eine Information in den Körper hinein. Und da fürchte ich halt nichts Gutes, was dahinter steckt. Und wenn du dann sagst, okay, dann kommt eine Auffrischungsimpfung, das mag ja sein, hat aber jetzt mit meiner Situation oder mit meiner Ausführung jetzt erstmal wenig zu tun. Das sind dann die Auffrischungen für die weiteren Varianten, die eventuell dann auftreten. Aber es geht sich ja jetzt erstmal um die Urversion 2019. Da müssen ja schon 2 Sachen innerhalb von einem Zeitraum von 4 bis 6 Wochen oder so, glaube ich, je nach Medikament oder je nach Variation sozusagen gemacht werden. Und das heißt, wir haben so viele Dinge hier, die einfach auf die Menschen losgelassen werden, die aber jetzt natürlich keine Langzeitstudien haben und wovon letzten Endes ja die Wirkung dann ja auch mehr als zweifelhaft sein dürfte, wenn man jetzt sieht, wie also da die Situation in Ländern aussieht, die eine ganz hohe Impfquote haben. Ich nenne es einfach nur mal Israel dazu. Wenn die Zahlen stimmen, wie gesagt, wir können ja nur mutmaßen, aber ich würde halt mich auf den Standpunkt stellen, dass letzten Endes das ein Feldversuch ist, wo die ganzen Menschen halt einfach im Beta-Teststadium im Augenblick laufen. Also der Feldversuch findet am lebenden Objekt statt, definitiv. Ja, also Gegenden, die sehr hoch geimpft sind, also eine hohe Impfrate haben, da lebe ich ja selbst, und in Flandern sagen sie, haben wir 80% der Bevölkerung, die durchgeimpft wurden. Die machen hier mal ganz großes Theater wegen Brüssel, weil in Brüssel gerade mal knapp 50% geimpft sind, was natürlich auch mit der internationalen Bevölkerungszusammenstellung in Brüssel zusammenhängt. Auch Diplomaten, europäische Politiker und außereuropäische Politiker und so weiter. Brüssel als Hauptstadt von Europa. Und in Wallonien, also im französischsprachigen Teil von Belgien, ist die Impfrate auch geringer. Was damit zusammenhängt, dass die französischsprachigen Wallonier ein wenig kritischer Impfungen gegenüberstehen als die Flamen. Die Flamen sind also willige Schlachtschafe, sage ich jetzt mal so. Und da sind also dick 80% geimpft. Und in unseren Zeitungen steht drin, dass wenn jetzt Leute ins Krankenhaus eingeliefert werden mit Covid und an Covid sterben, das sind alles Ungeimpfte. Komisch. Letzte Woche habe ich noch gelesen von einer Busreise, die so 39 ältere Personen gemacht haben zur Küste hin, und die waren alle doppelt geimpft, und von den 39 waren 20, die sich auf der Reise infiziert hatten mit dem Coronavirus. Also es nimmt manchmal Ausmaße an, das ist schon hilarisch beinahe zu nennen. Ja, wollen wir nochmal weiterhören? Ja, ich würde sagen, wir hören weiter. Wie gesagt, der valide Punkt ist ja der, dass zu dem Zeitpunkt des Interviews diese SARS-CoV-2-Geschichte noch gar nicht valide war und deswegen die Situation jetzt hier noch gar nicht besprochen werden konnte in dem Video. Wäre natürlich interessant, mal ein aktuelles Video von ihm irgendwie zu bekommen, aber wir fangen jetzt erstmal mit den Basics an und deswegen gucken wir mal weiter in dem Interview. Mir war es einfach wichtig, dass ich sage, wir haben jetzt hier eine Situation, die wir noch nie so gehabt haben, dass man jetzt ein Mittel benutzt, was also nicht im Langzeitversuch in irgendeiner Art und Weise jetzt getestet worden ist, wo die Rezeptur noch nicht mal veröffentlicht worden ist, wo der Virus meiner Meinung nach
und auch vielerorts auch von Fachleuten noch gar nicht isoliert worden ist. Und da sind also so viele Unbekannten da drin, dass ich, für mich ist es letzten Endes eine Geschichte, die so weltweit einzigartig ist, die also auch jetzt nicht mit MERS oder mit irgendwelchen anderen Sachen jetzt hier vergleicht werden kann. Da sind noch viel, viel schwierigere Hürden und viel größere Stolpersteine drin. Und deswegen bin ich mal gespannt auf den weiteren Verlauf der Testreihe. Und deswegen machen wir weiter mit dem Video, würde ich sagen. Ja, auf das SARS nochmal zurückzukommen. Das SARS-Virus ist im Grunde ein uraltes, sehr bekanntes Virus, weil SARS ist ja nichts anderes als das S, weiß ich jetzt gar nicht. Schwere, akutes Atmungsinfektion. Genau. Also im Grunde jede Infektion der Atemwege kann man mehr oder weniger mit SARS nennen. Ne? Und da gab es ja SARS-1 und SARS-2 und SARS-3 und was weiß ich. Jetzt gibt es SARS-CoV, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 und das ist im Augenblick das, was sie uns als große Agenda jetzt unterschieben mal eben. Aber ja, SARS selber und überhaupt diese Erkrankung der Atemwege, das ist ja so alt wie die Menschheit, ne? Ja, der Punkt ist ja genau der, dass eben die ganze Entwicklung von natürlichen Heilmitteln oder ansonsten auch von sonstigen allopathischen Medikamenten überhaupt nicht zur Sprache gebracht wird. Die werden alle komplett unter den Tisch gekehrt, weil ansonsten eben nicht die internationale oder nationale Notlage gewährleistet wäre, um eben eine bedingte Zulassung dieser Impfung zu erreichen. Das heißt, deswegen dürfen gar keine, also das ist meiner Logik heraus, dürften gar keine Medikamente irgendeine Wirksamkeit zeigen, weil ansonsten diese Impfstoffe nicht von der Zulassungsagentur als bedingt und unbedingt notwendig in einer Situation nationaler Tragweite da durchgewunken werden würden. Wenn es ja eine Alternativen gibt, Michael, dann ist die Impfung ja nicht alternativlos. Eben, das ist genau der Punkt dabei. Und deswegen darf es keine Alternativen geben, was letzten Endes ja auch die Politik unserer scheidenden Bundeskanzlerin, zumindest hier in Deutschland, Angela Merkel, dann eben dann auch dann da auch wieder halt zeigen würde. Die Frau Merkel kommt übrigens aus einem Land, was ein seltsames Demokratieverständnis hat, merkwürdigerweise. Interessanterweise kommt eventuell auch ihr Wortschatz und ihre sonstige Hintergrund dann auch selbsterklärend dazu, dass sie eben in einer deutschen demokratischen Republik groß geworden sind und ich mich mittlerweile in einer solchen wähne. Und deswegen ist eben hier alles alternativlos, weil es die Alternative nicht geben darf. Und deswegen ist es dann auch eine Demokratie mit Anführungsstrichen. Machen wir mal weiter, würde ich sagen. Und als ich gesehen habe, woran die angeblichen Vogelgrippe, die menschlichen Vogelgrippe-Opfer gestorben sein sollen, auch da haben wir recherchiert und haben nachgesehen, auch da die gleiche Geschichte. Es waren Menschen, die hatten zum Teil schwere systemische Pilzerkrankungen. Wenn sie HIV getestet worden wären, wären sie wahrscheinlich AIDS-Patienten genannt worden. Nun waren sie H5N1 getestet worden, nun waren es Vogelgrippe-Opfer. Die wurden auch mit Methylprednisolon und hochdosiert antiviraler Medikation behandelt, was aus meiner Sicht durchaus tödlich enden kann. Die Wissenschaftlerin Hulda Clark hat nachgewiesen, dass Krebs eine Infektionserkrankung mit Parasiten ist und auch kausal heilbar. Die Schulmedizin hat dieses Wissen bisher nicht aufgegriffen. Was weiß der Autor darüber? Mit der Problematik habe ich mich nicht befasst. Dann hören wir gleich die nächste Frage. Ja, das ist eigentlich nur halbwegs eine Frage. Und zwar, wir haben selbst Vieh, wir hatten vor Jahren Schweine und Kühe, also BSE, Schweinepest und alles miterlebt und haben jetzt noch ein paar Hühner und ich gebe so im Bekanntenkreis die Eier ab und dann kommt auch immer wieder die Frage nach H5N1 und so weiter und Hühner und Gänse insperre und was weiß ich, was so alles dranhängt. Also ich finde, wir haben alle ein falsches Verhältnis zum Tod. Es hat noch immer gegeben, dass die Viecher gestorben sind, wenn sie nicht geschlachtet wurden. Und die Menschen müssen auch sterben, aber wir verdrängen das. Und ich meine, wenn die Zeit rum ist, muss man gehen. Ja, hier muss ich jetzt mal eben stoppen. Das war genau der Punkt in dem Interview, wo ich drauf gewartet habe. Die Frau sagt hier, wir haben ein falsches Verhältnis zum Tod. Wenn die Zeit gekommen ist, dann muss man eben gehen. Ich glaube, Michael, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch nachher die Zeit haben, das Interview noch weiterlaufen zu lassen, aber das ist doch mal ein Punkt, wo wir mal eben mit der Bibel ein wenig drauf einhaken können, um genau das mit anderen Worten, denke ich, aber doch ein wenig zu bestätigen, was die Frau hier sagt. Wir haben ein total verkehrtes Verständnis vom Tod, weil in dieser Welt
natürlich nicht das gelehrt wird, was in diesem wunderbaren Buch gelehrt wird, das jetzt hier auf der rechten Seite ist. Also nicht der Viruswahn, sondern die Heilige Schrift, die Bibel. In der Bibel steht ganz klar drin, dass es für den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und danach das Gericht. Diesen einen irdischen Tod ist noch niemand entgangen, der jemals hier auf dieser Erde war. Selbst Jesus Christus ist diesen Tod gestorben, aber er ist ihn gestorben für uns. Das ist dann wieder eine Geschichte, die ein wenig weiterführt, wo ich jetzt gar nicht mehr drauf hinaus will. Aber jeder Mensch, der hier auf dieser Erde je gelebt hat, ist diesen irdischen Tod bis jetzt gestorben. Und wir müssen uns ja gar nicht, das ist ein bisschen der Punkt, auf den ich ein will, müssen uns gar nicht darüber ärgern, dass wir auf dieser Erde sterben sollen, sondern wir sollten uns darum kümmern, wie wir denn nach dem Tod weitermachen. Wenn es denn zu diesem versprochenen Gericht kommt, sind wir da als Angeklagter und stehen wir da alleine oder haben wir die Hilfe des Sohnes Gottes, den wir in diesem Leben bereits bekannt haben und der deswegen für uns eintritt und uns aufgrund seiner Gnade das ewige Leben schenkt. Das Problem ist doch, dass die Menschen immer Angst haben, dieses Leben zu verlieren und dabei gar nicht begreifen, dass sie ihr ewiges Leben, das Geschenk, das Gott ihnen mit ausgestreckter Hand anbietet, wegwerfen für die paar Jahre, die uns hier auf dieser Erde gegeben sind. Vom ersten bis zum im Augenblick letztlebenden Menschen auf dieser Erde werden wir alle diesen irdischen Tod sterben. Da führt kein Weg dran vorbei. Man muss sich da mal dann richtig mit auseinandersetzen. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, da sagt Jesus Christus, ich gebe euch meinen Frieden. Nicht wie die Welt gebe ich euch, sondern meinen Frieden gebe ich euch. Und der Friede von Jesus Christus ist die Wahrheit, weil wir haben ja letztes Mal das Video gesehen von dem Jens Spahn, da hat ja wunderbar der Michael den Text eingeblendet von Jesus Christus, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist der Punkt. Wenn wir Jesus Christus haben, dann brauchen wir vor diesem Tod ja gar keine Angst zu haben. Dann brauchen wir also auch vor den Arten und Weisen, wie man auf dieser Erde stirbt, keine Angst zu haben. Und das, was die Frau hier sagt, die ja selbst sagt, wir haben früher Rinder gezüchtet und Schweine gezüchtet und jetzt züchten wir noch Hühner und alles drum und dran, aber wir haben ein ganz verkehrtes Verhältnis zum Tod. Das finde ich absolut richtig, was sie hier sagt. Da muss man mal drüber nachdenken. Und wenn man den Tod versteht, aber man kann den Tod nur dann verstehen, wenn man das Leben versteht. Und das Leben kann man nur dann verstehen, wenn man das Buch des Lebens gelesen hat. Und das ist für mich die Bibel. Was sagst du denn dazu, Michael? Das Thema ist letzten Endes, dass diese ganze Agenda darauf abzielt, Menschen Angst zu machen. Und ich denke, als Christ hat man sicherlich auch Respekt vom Leben und auch vor allem Respekt vom Tod irgendwo. Aber die Menschen, die also jetzt hier am verängstigten sind, die Traumata haben, die freiwillig zu Hause bleiben und solche ganzen Geschichten, die haben eben genau dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen eben nicht. Und deswegen habe ich das so zumindest im Gefühl, dass da noch eine ganz andere Thematik dahinter steht, dass eben das auch so ist, dass halt hier mit dieser Agenda auch Menschen gesiebt werden, ausgesiebt werden, damit man halt auch dann wirklich sieht, okay, welche sind die Menschen, die man am einfachsten beeinflussen kann, welche sind die Menschen, die man halt da am leichtesten manipulieren kann. Und deswegen glaube ich, da steckt noch eine ganz andere Agenda dahinter, auch eine geistige Geschichte dahinter, ja. Aber dass dieser Tod eben nicht verhandelbar ist, das ist, glaube ich, allen irgendwo ganz klar. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, was eben im ersten Buch Mose geschrieben ist, im Kapitel 3, wo die Schlange als Sprachorgan Satans da existiert und fungiert und dann sagt, ihr werdet gewiss nicht sterben. Also dieses Versprechen der Schlange, die ja das Symbol ist der Medizin, ja, das Leben zu verlängern oder ein unendliches Leben, ein ewiges Leben zu haben auf dieser Welt, ist natürlich dann für die Menschen am erstrebenswerten, die halt genau hier auf dieser Erde, auf dieser Welt leben und auch gerne dieses Leben behalten wollen, die also unbedingt alles tun würden, nur um dieses Leben zu behalten. Und die sind natürlich dann genau diejenigen, die hier manipuliert werden können, mit der Kondition as if. Also wenn du dieses tust, dann bekommst du jenes. Und deswegen sind wir hier, glaube ich, in der Endlosschleife, wo
ganz viele Menschen, die viel Geld haben beispielsweise, ja auch sicherlich versuchen werden, ihr Leben dann irgendwo zu verlängern. Und das ist eben ein Zeichen dafür, meiner Meinung nach, dass man eben nicht weder in der christlichen Ordnung lebt, noch sich da mit diesen Zuständen in dieser Welt in irgendeiner Art und Weise befasst, sondern einfach nur weiterleben will, egal wie. Und die Menschen reflektieren da gar nicht, ob das ja tatsächlich wert ist, dass man dann vielleicht dann dahin sieht und dann vielleicht noch 2 Tage länger leben würde oder so, sondern die sehen das eben nicht als natürlich an, dass man geboren wird, um zu sterben. Denn der Tod ist ja schon mit dabei, auch bei einem Säugling. Ja, das ist schon ganz klar, der kann nicht ewig leben. Aber ich denke, dass sich hier die Medizin aufspielt, Gott zu spielen und zu sagen, wir wissen das besser als Gott oder aber, wenn man an den nicht glaubt, als die Natur oder wenn man an da nicht dran glaubt, an die Naturgesetze oder an Rattes Wiederkunft und welche anderen Konzepte es da gibt. Ich glaube, die Medizin spielt sich jetzt hier als der große, weise, alte Mann auf, der die Regeln aufstellt und dann sagt, nee, also du musst nach meiner Pfeife tanzen, weil ich weiß es noch besser als die Natur. Wir werden jetzt die Natur verändern. Das ist doch das, was eigentlich dahinter steckt, jetzt auf der rein materiellen Ebene, dass man versucht, etwas besser zu machen als das, was vor dir steht. Ja, die versuchen doch jetzt hinzugehen und zu sagen, wir sind da viel schlauer als die Natur. Ja, wir sind viel schlauer als dein Immunsystem. Ja, wir wissen das besser. Und das kann ja nur böse enden. Wenn der Mensch versucht, schlauer zu sein als das, was vor ihm steht. Und der Mensch, der da entscheidet, ist genauso ein Mensch wie du und ich. Das ist jetzt auf der materiellen Ebene. Ich glaube, die Menschen maßen sich da eine Position an, denen die gar nicht zusteht. Und die werden alle Luziferianer sein oder sich für unheimlich weise erhalten. Ganz viele daraus werden sicherlich auch im asiatischen Kulturkreis in irgendeiner Art und Weise geistig zu Hause sein, sodass sie dann sagen, wir sind die Erleuchteten. Ja, wir bringen euch das Licht, wir bringen euch die Erkenntnis. Ihr müsst nur uns gehorchen. Wir sind jetzt hier quasi die neuen Herrscher sozusagen. Ja, auf uns hören die Mächtigsten der Welt, wir sind die Halbgötter in Weiß. Das ist ja eine Situation, die haben wir schon seit ewigen Zeiten gehabt. Warum haben die Leute denn so an Pasteur geglaubt? Warum haben die Leute an Robert Koch geglaubt? Warum haben die Leute denn sich alle dann halt da behandeln lassen und diese ganzen Geschichten? Natürlich ist in der Medizin auch in den ganzen vergangenen Jahren und Jahrhunderten eine ganze Menge Gutes entstanden. Ja, dann, wenn man Menschen helfen wollte, Sauerstoffkammern, solche ganzen Geschichten, wenn man Menschen wirklich helfen wollte oder auch Tieren helfen wollte. Ja, so Sauerbruch kommt mir da so im Kopf, weil ich den Film letztes Mal gesehen habe, für diejenigen, die da sich in dem Thema auskennen. Ja, aber das, was jetzt läuft, sind letzten Endes Versuche, die ja nicht abgeschlossen sind, wo man letzten Endes billigend Dinge in Kauf nimmt, nur weil viele oder einige Menschen dieser ganzen herrschenden Schicht der Meinung sind, die Zeit wäre jetzt reif, um genau dieses dann auszuprobieren. Und wenn man dann eben Kollateralschäden hat, dann ist man ja nicht haftbar. Ist ja genau wie bei der europäischen Stabilitätsmechanismus. Ne? Man ist ja nicht haftbar. Man kann ja den größten Bock missbauen, aber man selber ist ja immun. Ja? Wie ich in meinen Serien immer schön sage. Man ist ja immun. Man hat ja Immunität. Ja, Immunität heißt, mir kann keiner was. Ja, das ist aber auch für den diplomatischen Sektor oder jetzt halt auch bei diesen ganzen Brüsseler Lobbyisten beispielsweise im politischen Sektor dann halt der Fall. Nur die Immunität, die durch diese Impfungen angeblich ausgerüstet und da jetzt erreicht werden sollen, hat nichts mehr mit der Definition der Immunität noch von vor 15 Jahren zu tun. Das geht nämlich jetzt heutzutage, ist das alles schon wieder abgemildert. Das heißt, die Sprache wird auch langsam zugepanscht, sodass wir jetzt im George Orwell Neusprech sind. Ja, so. Und jetzt nochmal abschließend zu dem Thema Tod. Der Tod ist unweigerlich. Weil letzten Endes alles, was älter ist, halt verschleißt einfach. Ja? Und man sieht halt, im Alter wird halt nirgendwo irgendetwas besser. Und das ist einfach eine Geschichte, die in der Bibel beschrieben ist, dass es da auch eine maximale Möglichkeit oder maximales Alter gibt. Aber wer liest heutzutage die Bibel? Wir können eins hoffen, Jörg und alle da draußen, wir können eins hoffen, dass eine Krise, die da draußen entsteht, erstmal das Bewusstsein bei vielen Menschen weckt, dass es da noch so etwas gibt wie der Sinn des Lebens und dass sie eventuell die Menschen erst durch eine Krise oder durch eine Krankheit oder durch irgendwelche unwegsamen Sachen da draußen erstmal wirklich wieder zu Gott und der Bibel finden. Das ist zumindest meine Hoffnung, die aus dieser Krise heraus erwächst. Wenn wir weiter in dieser sogenannten spätrömischen Dekadenz, wobei das jetzt ein Beispiel von Guido Westerwelle war und auf Hartz-IV-Empfänger dann zugepasst worden ist, wenn wir weiter in dieser spätrömischen Dekadenz leben hier, dann sehen wir überhaupt keine Notwendigkeit, unser Leben zu ändern. Aber wenn wir später vielleicht alle nicht mehr viel haben, außer unser reines Leben und uns dann die Sinnfrage stellen, dann hoffe ich einfach, dass viele Menschen wieder zu Gott zurückkehren und dann sagen, ja, jetzt, wo ich Gott kennengelernt habe, habe ich keine Angst mehr vom Tod. Das wäre mein Beitrag dazu.
Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Ich möchte nur noch mal eben kurz auf den Tod eingehen, weil nächste Woche werden wir diesen kleinen Teil des Auto, des Videos, wahrscheinlich des Audios, Interviews noch mal wiederholen, um da reinzukommen. Aber ich möchte da gerne abschließend zu sagen, dass wir nicht vergessen dürfen, dass in der Bibel ganz deutlich darin steht, dass wer sündigt, stirbt. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes und der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir sind alle geboren in Sünde und Übertretung und kommen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. Ja? Im Englischen heißt es so schön, it falls short of the glory of God, was ich jetzt im Deutschen so übersetze, wie ich gerade eben getan habe. Ich hoffe, dass das jeder so versteht. Ich habe jetzt nicht den Original-Bibeltext hier, aber es geht ja um die Aussage darin. Mit anderen Worten, von dem Augenblick an, dass man geboren wird, ist man bereits zum Tode verdammt, weil der Mensch in seinem Fleisch, in dem er hier geboren wird, zur Sünde geboren ist. Nicht zur Rechtschaffenheit, wie Adam und Eva geschaffen wurden, sondern zur Sünde, weil Adam und Eva eben sich durch die Schlange, die Michael angeholt hat, die ja das Zeichen von Äskulap ist, von dem so gesagt, von der pharmazeutischen Industrie, das sieht man auch in der Apotheke, weil diese Schlange eben der Vater der Lüge ist. In einer anderen Stelle in der Bibel sagt Jesus Christus, ja, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel. Er ist der Vater, wenn er redet, redet er nicht die Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Er ist ein Mörder von Anfang an, er ist der Vater der Lüge. Ja. Auf den haben sie gehört. Michael hat euch die Geschichte gerade eben erzählt. Ne? Ihr werdet sein wie Götter und so weiter und so weiter. Und weil die Menschen darauf gehört haben, leben wir in der Sünde und die Strafe der Sünde ist der Tod. Nur Gott hat in seiner unendlichen Gnade und seiner Liebe für den Menschen einen Ausweg gefunden und hat seinen eigenen Sohn geopfert am Kreuz. Durch das Vergießen seines Blutes, wenn wir das anerkennen und bezeugen auf dieser Erde, dann sind wir gerettet. Und deswegen hat Jesus Christus gesagt, ich gehe und ich gebe euch Frieden, aber nicht den Frieden der Welt gebe ich euch, sondern meinen Frieden. Was ist denn sein Frieden? Der Frieden von Jesus Christus ist der Frieden, den die Welt nicht geben kann, weil es ist der seelische Frieden und die seelische und spirituelle Sicherheit, dass ich das ewige Leben habe, wenn ich Jesus Christus auf dieser Welt bezeuge und wenn ich wirklich an ihn glaube, wenn ich mir nicht vormache, an ihn zu glauben, sondern wenn ich an ihn glaube und wenn ich seine Gebote halte und danach lebe. Er hat gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. So gut oder wie schlecht er nur kann. Niemand kann die Gebote perfekt halten. Deswegen haben wir einen Advokaten, einen Vermittler, beim Richter, beim Vater im Himmel, Jesus Christus, der für uns eintritt und für unsere Sünden eintritt und sein vergossenes Blut für uns, uns in den Sünden weiß wäscht. Ja, das wollte ich jetzt mal eben zum Abschluss sagen. Ich weiß nicht, ob Michael da jetzt noch etwas dranfügen möchte, aber das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um eben diese Bemerkung von der Frau in dem Interview dazu zu gebrauchen, auf diesen Punkt zu gehen. Und das ist ganz sicher in der Zeit, in der wir heute leben, in dieser Pandemie, Plandemie, wie auch immer ihr das nennen wollt, ob sie jetzt mit sowas kommen, oder sie kommen mit dem offenen Dritten Weltkrieg und Soldaten stehen vor der Tür, ist doch im wahrsten Sinne völlig wurscht. Irgendeine Gefahr wird es in dieser Welt immer geben. Nur wer dieser Welt entsagt und zwar in der Welt lebt, aber nicht von der Welt ist, der ist gerettet durch Jesus Christ. Michael? Ja, ich hatte mich eigentlich jetzt gerade gemutet, weil ich gesehen habe, dass ich mich entmutet habe. Deswegen mute ich mich jetzt gleich wieder. Ich habe also da nichts mehr auszuführen. Ich finde das ein schönes Schlusswort. Na, dann belassen wir es bei dem schönen Schlusswort. Dann danken wir recht herzlich fürs Zuhören und Zuschauen. Und wir werden dann nächste Woche fortfahren mit dem fünften Teil. Und das wird dann wohl auch der letzte Teil dieses Interviews sein. Und dann gibt es ja vielleicht auch noch einen schönen Film, den wir auch noch ein wenig diskutieren werden, der auf einen ganz wichtigen Fall in den 60er Jahren zurückgeht, des letzten Jahrhunderts. Soweit für heute. Danke, Michael, für deine Anwesenheit und deine Beiträge. Euch danke fürs Zuhören und Zuschauen. Und ich möchte schließen mit den Worten, bitte lest eure Bibel. Maranatha.